Hallöchen, ich hau meine Maus durch die Gegend und hab die Orientierung verloren, aber hinter mir ist ein Troll. Wie geht es euch so? Ich komm ja schon, ich komm ja schon. Hier ist Zinn. Und ein Zwerg. Und Kupfer. Kupfer? Markieren. Stehe ich drauf. Ah, dann lass dich hauen. Lass dich verprügeln. Aber du hast ja eine ganze Horde hinter dir. Ach. Führst du eine Demo an? Hast du was Größeres vor? Ja. Wolltest du mir irgendwas erklären? Das ist so. Muss ich irgendwas wissen? Thursday ist vor Umweltzerstörung. Wird das ein Aufstand? Ja, Tuesday ist, meine ich. Ich weiß nicht, ob hier noch einer. Also, ob ich gleich noch aufstehe, ja? Da wirft schon wieder einer mit Sachen auf mich. Hi. Hi. Ich ess mal was. Tschüss. Es ist. Ich brauche erstmal ein Schwert. Wir müssen erstmal die kleinen Geister hier wegkriegen. Achso. Du versuchst es jetzt mit dem Stab? Ah, ich bin tot. Und du? Okay, ich lebe noch. Ups, Alarm. Ach ja. Alter Schwede, der gibt hier aber auch Gas wieder. Ich habe noch ein paar Disteln mitgenommen. Walheim, die Trolle sind zu aggressiv. Das gefällt uns nicht. Wir wollen ein leichteres Spiel. Richtig. Oh, fuck. Ach, hallo, Zwerg. Hi. Tot. Okay. Ja, reiß hier ruhig das. Wie null. Ups, ein bisschen rennen. Ups. Also mal, rennen. Hallo. Ups, bisschen rennen. Ups, bisschen rennen. Ich bin mich am Anziehen, da kannst du mich nicht angreifen. Bist du doof? Ja, bin ich. Achso, du meinst jemand anders. Wie null. Ja, yeah. Oh, ich habe eine Idee. Oh, ich komme. Ja, oh. Wo bist du? Hier hinten. Tür auf. Und weiter. Eine Runde. Ja, ja, cool. Ja. Ach, da bist du. Ja, ich hänge und rein. Hui. Versuch dein Glück, ich bin hier drin. Ahnung, wo du hin bist, aber meine Aussicht wird schlechter. Ups. Fuck, ich bin wieder in der Ecke, wo ich nicht wegkomme. Shit. Erstmal Tür zu. Dann kann man sich doch irgendwie hier durchbannen. Hallo, Troll. Ja, verdammt. Ich hab keine Ausdauer. Ha, das tut doch weh. Hier drin? Warum brennt hier drin was? Ich habe versucht, den Troll zu treffen. Ja, ich sehe seinen Arm. Aua! Ich habe nur 14 HP. Oh. 54 und no error. Pfeile liegen hier irgendwo auf dem Boden. Sag mal, ich will doch nur hier raus. Was machst du denn da? Die Hütte hier kaputt, weil ich hier drin gefangen bin. Der Troll brennt jetzt. Warum? Weil ich da runtergefallen bin, vielleicht. So, wo ist er denn? Da ist er.
Ach komm, YOLO. Ach, verdammt, bin gestorben. Ja, ich hab's gesehen. Da ja, kam so eine kleine Schelle. Ja, der hat einmal Bud Spencer gespielt. Der große Dicke. Der scheiß Zwerg, ne? Ja. Der geht mir auch dezent auf die Nüsse. Ach so. So, irgendwo ist das Tor wieder offen. So, Zwerg ist weg. Der ist ja schon mal wieder. Der Zwerg ist weg. Ja. Hm, da vorne steht ein Zwerg. Pass auf, ich komme meine Sachen holen. Ich bringe einen Zwerg mit. Ja, mach doch. Und einen Schamanen. Ja, den habe ich hier auch schon. Ich habe hier jede Menge Schamane, Zwerge, alles. Aber schlimmer ist der Troll. Oh, und ein Berserker. Also ich habe hier so eine Mannschaft. Ja, ich auch. Der ist ein Troll. Ich war doch schon auf dem Weg weg. Ja, schön. Ja. Erzähl mir mehr. Alter. Ach, hallo Zwerg. Sag mal, ich bin gerade aus dem Tor raus. So nett ist das ja nicht, ne? Oh, das machst du nicht. Oh, das ist auch noch. Ui. Du machst sehr komische Geräusche. Jo. Au. Hi. Spielen wir jetzt Bäumchen wechseldicht? Ich bin jetzt erstmal tot. So. Sollte ich das nicht erzählen? Weiß ich Bescheid. So. So. Gleich irgendwann kommt wieder die bekannte Frage. Habe ich was verpasst? Ja. Und wir können nur sagen, oh ja, drei Bosse gelegt. Also besser gesagt, irgend so ein komisches Vieh hat uns dreimal gelegt, viermal gelegt. Ich sag das so jetzt nicht mehr, ne? Ich auch nicht. Mach doch mal den Troll weg, der nervt. Jetzt ich da schon fast. Ach nö. Da kommt ein Troll. Ah nee, ah nee, ah nee, ah nee. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass... Alter, lass das. Doch. Genau das will ich dir sagen. Dass wir den einen gerade geschafft haben. Da kommt ein neuer? Nein, das nicht. Aber? Er lebt halt noch. Du hast ihn nicht gekriegt. Nee, eigentlich ist er schon tot. Eigentlich schon. Ist auch schön, dass wir einfach schnurstracks aneinander vorbeilaufen. Hallo Spielkind, was habe ich verpasst? Ja. Na, Haufen Zwerge? Ein Troll, der sich mit meinem Grabstein anfreundet? Guck mal, wie der da steht, wie El Pleppo. Ja.
So, du bist weg. Du. Ja. Oh, ihr beide macht noch Stress hier. Okay. So. Mensch. Also Troll ist hinüber. Yay. Ich auch. Schon wieder. Schon wieder. Ja. Ich bin immer hinüber. Was habe ich denn da in mir, dass ich zu viel trage? War die Frage jetzt wirklich dein Ernst? Wie meinst du mich? Ja. Warum? Was habe ich da in mir? An mir. An mir. Nicht in an. Spielkind, der hat innen gesagt, oder? Hab ich nicht. Hast du wohl? Na, lüg doch nicht. Es hat keiner was gehört. Du lügerst. Du lügerst? Du lügerst. Lügerstini! Du Lügerstinika! Ja. Lügerstinika. Auch nicht schlecht. Ja. Ich sehe da drüben meinen Grabstein. Ja, ich komme schon. Ich glaube, ich höre auch schon die Gründe, warum. Au! Jo! Komm hier. Ach, das war... du kommst von der anderen Seite als erwartet? Ach ja, ach ja. Schlechten Leuten geht es immer gut, auch den guten Leuten kann es nicht schlecht gehen. Weise gesprochen, weise gesprochen. Da ist was dran. Und dazu fällt mir auch nur noch eins ein. Unkraut vergeht nicht. Mhm. Hier muss irgendwo liegen, meine Grabstein. Mhm. Da ist meine Grabstein. Ja, ich habe meinen hier hingestellt. Alter, wir scheitern mittlerweile wieder an den einfachsten Kreaturen. Ah, ja. Komischerweise tun wir das ja. Sehr gut erkannt. Vielleicht sollten wir das Spiel einmal komplett resetten. Ja. Ach, du bist tot. Hab ich doch gesagt. Dass ich meinen eben schnell dahin stelle. Wieso hast du Bienen in dir? Warum nimmst du Bienen mit? Weil ich eigentlich vorhatte, unsere Bienenstöcke hier aufzubauen. Ich trage zu viel. Was brauche ich denn nicht? Ja, Fleisch kann ich mal essen. Das hilft tatsächlich. Ach, deswegen hat Sven immer Löwenzahn. Ja, genau. Genau deswegen hat Sven immer Löwenzahn in der Tasche. Genau deswegen. Weswegen? Aus welchem Grund? Weil Unkraut nicht vergeht. Achso. Ja. Hammerholz. Hier standen nur irgendwo mal ein paar Kisten, oder nicht? Ach, die hast du drin, ne? Wirft das jetzt hier so eine Base mit Sicherheitszonen? Ja, für Leute, die Türen offen lassen. Also, ist so. Ist auch eine feine Sache, ist das. Dann ist doch. Freut mich doch. Sehr löblich von dir. Dieser Mensch, Holz. Manchmal macht der einen fertig, ne? Wer? Immer der, der fragt. Spielkind, warum fragst du denn? Hä? Warum? Okay, da kann ich wirklich gut mit leben, wenn der auf einmal schuld ist. Was hast du jetzt gemacht? Warum hast du die Tür abgerissen? Ich wollte die reparieren. Wirklich, ich wollte die reparieren. Eieieiei. Ich weiß, warum wir nicht so wirklich weiterkommen. Oh Mann. Kleine Tür, ne? Dieses Spiel, ne?
Heul ich rum und wenn, dann heul leise. Mein Gott, ey. Es ist schlimm. Es ist schlimmer als der Chantal. Wirklich schlimmer als der Chantal. So, wir haben schon mal wieder Bienenstücke. So. Jetzt gehe ich mir den Hammer polieren. Interessiert kein. Dann. Oh, ich hätte Pfeile gehabt. Wo habe ich denn die Pfeile her gehabt? Ich habe doch gesagt, die habe ich da hingeschmissen. Du hörst nicht zu, ne? Ich habe vorhin beim Troll habe ich gesagt, die werfe ich da hin. Dann nehme ich beim Troll die Feuerpfeile. Hast du gar nicht hab gesagt. Nein. Hab ich. Hast du gar nicht. Oh, mir fehlt Holz. I need Holz. Wo krieg ich denn jetzt Holz her? Du stehst in einem Wald, ne? Ist dir. Ich frag für einen Freund. Naja, ich frag ja auch für einen Freund, deswegen frage ich ja, wo ich Holz herkriege. Was hab ich eigentlich hier drin? Da ist auch noch Kohle. Ja, logisch. Da sind. Alter, sind hier Pfeile! Ja, hörst du nicht zu, die. Sven, tu mir bitte den Gefallen. Geh baden, duschen, sonst dergleichen. Der hört überhaupt nicht zu. Entschuldigung, hab gerade nicht zugehört. Hast du was gesagt? Ja, ist in Ordnung. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Worüber? Ach nix, ist in Ordnung. Ich hole mir jetzt so ein fucking Gürtel. Oh, ein bisschen schwer. Ah, immer ein bisschen schwer. Ah, gehst du? Hä? Gehst du jetzt beim Händler einen Gürtel holen? Ich gehe jetzt einen Gürtel holen, ja. Warum gehe ich nicht hier unten raus? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Von mir aus kannst du den auch haben, das ist mir Latte. Hauptsache, nein, was so soll ich denn damit? Gürtel. Sachen tragen. Dich nein. Nützlich machen. Ja, mach ich ja nur die ganze Zeit schon, ne? Seit wann? Ja, wer hat denn den Troll umgebracht? Nein, ich habe ihn nicht mitgebracht. Das Schlimme ist, diesmal ist das tatsächlich ein valides Argument, weil ich habe ihn gefunden. Ja. Das war mein Troll. Dann behalt deine Scheiße das nächste Mal. Ich... Mann. Ja, stotter leise. Oh mein Gott, ey, wenn das einer hört, ne? Wir werden angezeigt wegen Mobbing. Dir ist schon bewusst, dass wir das Ganze in Videoformat und als Stream festhalten? Ja, für die Nachwelt. Für unsere Kinder. Guck, oh, Kinder, so sah unsere... Oh, hier fallen ja alle Bäume. So sah unsere Sturm- und Drangphase aus, als wir noch... alt und ranzig waren. Ja. Jung und knackig kann es ja nicht mehr sagen. Ja. Alt und ranzig. Damals waren wir im Geiste noch jung. Weißt du noch damals? Im Wald? Und den Doktor spielen? Yes. Weißt du noch damals? Als es noch Hänsel und Gretel gab. Da habe ich der Anita mein Pipi gezeigt. Anita mein Pipi. So. Jugendfrei ist auch vorbei. Oh, das reimte sich. Ging kaufen. Ich hab mir ein Megin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 g
Goblins dann dich. Vielleicht greifen die Goblins dich dann nicht an, weil die denken, du bist der Weihnachtsmann. Oh, wenn es so eine Mütze gäbe, ne, ich hätte die sowas von gekauft. 17 Mal für jeden Tod. Ein Versuch wäre es wert, ne? Ich glaube, die macht nichts. Also rein gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Irgendwo lagen hier doch noch so Samen rum, oder? Ne, ich weiß zwar nicht, warum bei dir Samen rumliegen, ne? Aber ich hab sie schön alle beisammen. Du wolltest sagen, schon ins Bett gebracht, ne? Nein. Ich hatte den Satz angefangen, wusste nicht mal, wie ich ihn zu Ende bringen will. Ja, passiert. Ja. Aber ich weiß, dass wir jetzt diese Folge zu Ende bringen wollen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.